Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Emanuel Radnitsky wurde am 27. August 1890 in Philadelphia geboren. Seine Eltern stammten aus Russland und waren in die Vereinigten Staaten emigriert. Bekannt wurde er unter dem Pseudonym Man Ray. Als Maler war er einer der ersten und wichtigsten Vertreter des Surrealismus, der ihm neue Impulse verdankt. Als Objektkünstler machte er sich über alle Welt lustig. Vor allem war Man Ray ein genialer Fotograf. Seine Bilder zeigen Freunde, Künstler, Verliebte und seine gut aussehende Frau Juliette. Sunlights up the daytime, moonlights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever. Man Ray verbrachte sein halbes Leben in Paris, wo er seinen Unterhalt in erster Linie als Fotograf verdiente. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't. Wahrscheinlich hätte er in keiner anderen Stadt seine Talente so entfalten können. Er war provozierend, witzig und anarchistisch. Vor mehr als 30 Jahren beobachtete ein Kamerateam Man Ray einen Tag in seinem Atelier. Man Ray starb 1976, aber seine Witwe löste das Atelier nicht auf. Es sieht noch heute so aus wie 1961, als diese Aufnahmen entstanden. Que je me suis installé de nouveau comme peintre et pas comme photographe. Seitdem ich nach Frankreich zurückgekommen bin und male statt zu fotografieren, habe ich mein Atelier nicht verlassen. Ich habe immer in meinen vier Wänden gelebt, egal ob in Hollywood oder Paris. Was unterscheidet Hollywood von Paris? Da ich keinen Fuß vor die Türe setze, gibt es kaum Unterschiede. Ich lebe, habe Freunde, die mich unterstützen, und das genügt mir. Ich bin kein Politiker, der die Massen braucht. Zu seinen Freunden gehört auch der Dichter Tristan Tzara. Er kommt wie immer zum Schachspielen. Bin ich dran? Ich habe gezogen. Sie drehen das Spiel in Zeitlupe und projizieren es dann schnell. Sie haben sicher viel miteinander gespielt. In letzter Zeit nicht mehr, früher ja. Früher haben wir öfter gespielt. Jetzt kommt ein alter Freund, den ich in den 30er Jahren kennengelernt habe. C'est Patrick Walderg.
Was macht er? Patrick ist Schriftsteller. Ich habe seine Bücher gelesen. Er schreibt über Maler. Und da haben wir etwas gemeinsam. Patrick kommt, um mit mir über ein altes Projekt zu sprechen. Und vielleicht auch über neue Ideen. Patrick? Wir haben uns mindestens seit 48 Stunden nicht mehr gesehen. 48 Jahren. Stunden. Ich spreche nicht nur schlecht Französisch, ich verstehe es auch schlecht. Ich bin 48, du kannst mich nicht 48 Jahre kennen. Ich habe gesagt, ich erwarte einen Freund, den ich sehr jung kennengelernt habe. Aber nicht vor 48 Jahren. Was ist das für ein Buch? Das haben wir mit Paul Eluard gemacht. 1937? Das hast du schon erwähnt. Les mains libres, freie Hände. Ich habe schon gesagt, dass die Hände an dir das Wichtigste sind. Ein Wortspiel. Patrick Wahlberg, puisque nous avons la chance de vous avoir parmi nous. Können Sie uns etwas über den Künstler Man Ray erzählen? Faire le point sur Man Ray, le situer et nous aider à mieux le connaître. Très volontiers. Vous savez, ou si vous ne le savez pas, vous devez savoir que Man Ray a été depuis un demi-siècle. Sie sollten wissen, dass Man Ray seit einem halben Jahrhundert einer der produktivsten und begabtesten Vertreter der Moderne ist. Je situerai les débuts de cette activité, tout au moins le moment où cela compte, aux environs de 1913. Angefangen hat das alles um 1913 bei New York, in Richville, New Jersey. À Richville, dans le New Jersey. Il y avait là un mouvement, une grosse activité. Dort gab es eine Gruppe von jungen Malern, Schriftstellern und Dichtern, der es um geistigen Aufbruch ging. Auch politisch Engagierte, die sich anarchistisch gaben, gehörten dazu. Der Mord an dem spanischen Anarchisten Francisco Ferrer hatte die jungen Leute erschüttert, die voll idealistischer und humanitärer Ideen steckten. Dann kam Marcel Duchamp nach Amerika. Das war wichtig, denn zwischen Duchamp und Man Ray gab es eine innige Verbindung. Kurz darauf stieß Picabia dazu. Ausgerechnet in dieser wirren Zeit trafen die drei in New York zusammen. Denn Picabia, Duchamp und Man Ray waren drei Künstler, die meiner Meinung nach die Moderne geistig bestimmt haben. Dans le sens de l'intellectualisation. Wie meinen Sie das? Bien, voilà. Je pense qu'ils se sont peu souciés. Ich glaube, sie haben sich nicht um den Zug der Zeit gekümmert, um den sichtbaren Ausdruck der Malerei. De l'aspect visuel de la peinture, de ce qu'on appelle le métier, la patte. Ils se sont intéressés à peindre des idées. Sie wollten Ideen malen. Par conséquent, la peinture n'était plus qu'accessoire. Daher war das Malen Nebensache. Des collages, des objets, sie konnten sich in allem ausdrücken. In Collagen, Objekten, Montagen. Ils ont joué un rôle énorme. Ihre Bedeutung liegt darin, gezeigt zu haben, dass dem Betrachter das Kunstwerk nicht nur zu gefallen braucht, sondern dass es auch eine geistige Beziehung gibt. Die Wechselwirkung zwischen dem Werk Man Rays und dem Betrachter kann genauso vergnüglich sein wie eine Schachpartie. Beaucoup de jouissance. Alles, was Menschen schaffen, interessiert mich. Ich habe Bilder gemalt, die von mechanischen Dingen angeregt wurden. Eines Tages erzählte man mir, dass es im Institut Poincaré in Paris mathematische Modelle gebe, die Professoren entwickelt hatten, um mathematische Gleichungen zu erklären. Ich bin hingegangen. Mathematik interessierte mich nicht besonders. Davon habe ich nichts verstanden.
Aber die Formen waren so ungewöhnlich und revolutionär wie alles, was man heute in der Malerei oder der Plastik macht. Ich habe einige Tage fotografiert und gezeichnet, um danach eine Serie von Bildern zu malen. Ich begann, diese Gegenstände zu malen und dabei die Formen und ihre Anordnung zu verändern und die Farbe ins Spiel zu bringen. So sind an die 20 Bilder entstanden. Dann habe ich aufgehört, weil der Zyklus damit für mich abgeschlossen war. Wenn man Bilder ausstellt, gibt man ihnen immer einen Titel. Und ich wollte keine Titel wie algebraische oder mathematische Gleichung. So kam ich auf den Gedanken, jedes Bild nach einem Stück von Shakespeare zu benennen. Othello, der widerspenstigen Zähmung, ein Sommernachtstraum. Viele Maler zögern natürlich, die Fotografie zu nutzen. Sie glauben, das sei nicht ehrenhaft. Für mich ist sie aber voll legitimiert. Ich glaube, mit einem Fotoapparat hätten sich Leonardo da Vinci und Albrecht Dürer viel Zeit und Mühe gespart. Dann habe ich mich mit anderen Themen und Techniken beschäftigt. Das hat die Kunsthändler zur Verzweiflung gebracht. Sobald sie etwas zu verkaufen begannen, änderte ich meinen Stil. Ich sagte ihnen, was wollt ihr denn? Ihr verkauft die Bilder, ich mache sie. Ihr sollt sie verkaufen. Wenn euch das nicht passt, schlage ich vor, ihr malt die Bilder und ich verkaufe sie. Damals glaubte ich, man dürfe seine Bilder nicht verkaufen. Und nur wenn etwas unverkäuflich sei, wäre es erfolgreich. Deshalb hat man mich in Paris für einen amerikanischen Millionär gehalten, einen Kaugummikönig, einen Kohlenhändler, einen Jazzmusiker. Alles natürlich im Geiste des Dada. Ich wollte nicht mehr zurück nach Amerika, weil man mich hier so freundlich aufgenommen hatte. Niemand hat an mir gezweifelt. Man hat mich ohne Wenn und Aber akzeptiert. Ich bin an eine kleine Wohnung gekommen, weil ich mit Kiki de Montparnasse zusammengezogen bin. Damals habe ich das Vorwort für dein Album geschrieben. Als wir die erste Serie von Reografien fertig hatten, schlug ich vor, ein Album mit limitierter Auflage herauszubringen, für das ich Originalabzüge gemacht habe. Wir stellten 40 Exemplare her und du schriebst das Vorwort mit dem Titel Fotografie zurück zur Front. Damit brach eine neue Ära in der Fotografie an. Ich habe sogar Fotos ohne Kamera gemacht. Nachts legte ich in meinem kleinen Zimmer Dinge auf das Fotopapier und habe es anschließend sofort entwickelt. Eines Abends ist Tristan gekommen, um zu sehen, was ich mache und mir ein bisschen zu helfen. Er hat Streichholzschachteln zerrissen und kleine Wattefetzen auf das Papier gelegt. Wir haben Fotogramme oder Reografien gemacht, wie ich das nannte. Alle waren von dieser neuen Technik begeistert. Das mache ich in Paris seit 20 Jahren. Ich hatte mein Fotoatelier, aber ich habe auch immer mehr Bilder gemalt und manchmal sogar eins verkauft. Ein anderer Besucher ist zu Man Ray ins Atelier gekommen. C'est Bill Copley.
Bill Copley war mein erster Freund, als ich während des Krieges nach Kalifornien ging. Er besuchte mich, weil er sich für meine Malerei interessierte. Er war ein bisschen irritiert, weil ich ihn unfreundlich empfangen habe. Später sind wir Freunde geworden. Und ihm verdanke ich einen angenehmen Aufenthalt in Kalifornien. Er hat sogar eine Galerie in Beverly Hills eröffnet, in der meine surrealistischen Freunde ausstellten. Tanguy, Max Ernst, Mata, Magritte. Dann organisierte er eine große Ausstellung meiner Werke, die ich nach meiner Rückkehr nach Amerika zusammenbringen konnte. Wenn wir von unserer ersten Begegnung sprechen, da hatte ich den Eindruck, von Ihnen unfreundlich empfangen worden zu sein. Damals wusste ich noch nicht, dass Sie nie vor 11 Uhr morgens ansprechbar sind. Der nächste Gast im Atelier steht Man Ray sehr nahe. Max Ernst ist einer meiner ältesten Freunde. Wir sind beinahe zur selben Zeit nach Paris gekommen. Trotz der vielen Querelen sind wir seit 20 Jahren Freunde. Nicht schlecht. Sehr gut. Schließlich haben wir uns aus allem Streit herausgehalten. Man kam nur zu uns, wenn man uns brauchte. Kann sein. Wir haben sie natürlich auch gebraucht. Ich habe deine Hilfe gebraucht und du meine. Wie an dem Tag in Hollywood, als ich dich als Trauzeuge und du mich als Trauzeuge gebraucht hast. Man nannte das Doppelhochzeit in Beverly Hills. Dieser Tag hat uns für immer verbunden. Hoffentlich. Was machst du? Ich bleibe hier, weil ich Umzüge hasse. Hast du keine Lust zu reisen? Ich war nie reiselustig. Ich bin in Amerika geblieben, bis sie mich rauswarfen. Was? Bis man mich rauswarf. Sie haben dich rausgeworfen? Sie sagten, Herr Man Ray, Sie sprechen sehr gut Englisch. Das stimmt. Ich habe in New York, Philadelphia, Hollywood und San Francisco natürlich Englisch gesprochen. Aber ich habe nicht das gesagt, was man hören wollte und nicht gemalt, was man von mir erwartet hat. Man Ray, zu den meisten Ihrer Fotos können Sie doch bestimmt eine Geschichte erzählen. Fast alle Fotos, die ich gemacht habe, haben ihre Geschichte. Und wenn sie keine hätten, würde ich eine erfinden. Aber ich erinnere mich an zwei, drei Begebenheiten, die wahr sind. Sie sind so außergewöhnlich, dass ich sie nicht besser hätte erfinden können. Zum Beispiel? Eine Dame besuchte mich in meinem Hotelzimmer. Das war, bevor ich mein erstes Atelier am Montparnasse hatte. Eine große Frau, ganz in Schwarz, mit spitzen Schleier und aufgetürmter spanischer Frisur. Sie stellte sich als die Marquise de Cassati vor. Was für ein Gedächtnis. Ich erinnere mich an alle Einzelheiten. Ich sollte sie fotografieren, bei ihr zu Hause, umgeben von all ihrem Nippes. Ich weiß nicht mehr, ob auch ihre Schlange aufs Bild sollte. Eine Schlange? Sie besaß eine 5 Meter lange Boa, die sie immer mitnahm. Es war eine schöne Zeit, voller Leben und Schwung. Am vereinbarten Tage habe ich in ihrer Villa meine 2 Lampen und den Apparat aufgebaut. Als ich die Lampen einschaltete, flogen alle Sicherungen heraus.
Bin ich am Zug? Ja. Ich sagte, ich mache die Fotos mit der Zimmerbeleuchtung. Mit dem Licht? Mit normalem Licht. Sie müssen lange stillsitzen, aber Sie dürfen mit den Augen blinzeln. Das sieht man auf dem Foto nicht. Sie schauen immer auf denselben Punkt, so wie ich Sie jetzt anstarre. Ich habe ein Dutzend Aufnahmen gemacht. Zu Hause angekommen, habe ich sie entwickelt. Alle Aufnahmen waren verwackelt, misslungen. Ich habe ihr 4 oder 5 der verwackelten Abzüge gebracht. Auf einem hatte sie 3 Paar Augen. Ihre Reaktion, das ist großartig. Sie haben mich nicht nur porträtiert, sondern meine Seele fotografiert. Der nächste Besuch im Atelier ist diese schöne Frau. Sie gehörte auch zum Kreis der Surrealisten. Merit Oppenheim. Nett, dass du gekommen bist. Es ist lange her, dass wir Surrealisten waren. Vielleicht sind wir es noch, aber reden nicht darüber. Einmal bist du mit einer Untertasse gekommen, auf der eine pelzbezogene Tasse stand. Ich habe sie in die Hand genommen und fotografiert. Dann habe ich dich fotografiert. Merit Oppenheim ist Schweizerin. Sie war Malerin und Modell. In den 30er Jahren hat der Bildhauer Giacometti sie mit Man Ray bekannt gemacht. Man Ray sagte über Merit: Sie ist eine der hemmungslosesten Frauen, die ich je kennengelernt habe. Er fotografierte sie nicht nur bei ihrem ersten Besuch, sondern immer wieder in den 30er Jahren. Offensichtlich hat sie sehr erotisch auf ihn gewirkt. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, thou givest fever. When we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever, when he holds me tight. Fever, I'm his missus, Daddy, won't you treat him right. Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, to give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way. Was ist denn das? Das ist eine Rauchmaschine. Der Schriftsteller Philippe Soupeau ist mit Man Ray seit den Tagen des Surrealismus befreundet. Ich habe wunderbare Erinnerungen an Man Ray, einen alten Freund. Es war eine außergewöhnliche Bereicherung, als er aus New York kam. Das war zur Zeit des großen Dada-Knalls und auch später, als der Surrealismus aufkam. An ihm konnten wir uns orientieren. Er verbreitete große Sicherheit und er wusste genau, wohin er ging und was er wollte. Man Ray brachte aus der Konsumgesellschaft der Vereinigten Staaten eine Vorliebe für Gebrauchsgegenstände mit. Er verwendete sie übermütig zu absurden Zwecken, an die kein Hersteller auch nur im Traum gedacht hätte. Man hat mich oft gefragt, warum ich keine Skulpturen mache. Dabei bin ich von Skulpturen umgeben.
Die Skulptur aus Marmor, Bronze oder Holz hat mich nie so interessiert wie andere Künstler. Mich interessieren Sachen, die nicht Kunstwerke, sondern Teil unseres täglichen Lebens sind. Alles, was wir sammeln, ob es nun nützlich ist oder nicht. Manchmal nehme ich die Dinge, wie sie sind. Oder ich kombiniere verschiedene Objekte. Hässliche Dinge werfe ich auch weg. Am meisten bewegten mich Objekte, die ich kurze Zeit aufhob und dann wegwarf oder zerstörte. Aber ich verband sie miteinander durch Fotografie oder Malerei. Das war für mich wahre Skulptur, Teil des Lebens. Man muss nicht in eine Galerie oder in ein Museum gehen, um sie zu sehen. Sie sind immer in Reichweite. Das Schachspiel mit Sarah zieht sich bis zum Abend hin. Die Figuren hat Man Ray entworfen. Ich habe immer Schachfiguren entworfen, mein ganzes Leben lang. Weil ich ein sehr schlechter Schachspieler bin, bestand meine Revanche im Entwerfen von Schachfiguren. Er ist zu bescheiden. Ich bin noch nicht fertig. Ich entwerfe Schachfiguren, um die guten Spieler zu ärgern. Man kann gute Schachspieler auch ärgern, wenn man eine Partie nicht zu Ende bringt. Man Ray holt ein Album mit Fotos. Es sind vor allem Porträts der Menschen, die damals in mein Atelier kamen. Salvador Dali, gerade aus Spanien angekommen. Ich hatte ihm vorgeschlagen, sich so fotografieren zu lassen, wie er damals aussah, mit seinem dünnen, kaum erkennbaren Schnurrbart. Ich hielt ihn schon damals für ein kleines Monster. Paul Éluard, damals mein bester Freund. Ich war öfter mit ihm zusammen als mit den anderen Surrealisten. In Paris wie in Südfrankreich. Éluard war für mich der menschlichste von allen. Er kam mit allen Leuten aus. In jedem Milieu. André Breton, vor dem habe ich mich immer ein wenig gefürchtet. So wie sich viele Leute vor mir fürchteten. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil er in gewisser Hinsicht der surrealistischste von allen war. Ein Mann, der uns Vorschriften machte. Und ich mag es gar nicht, wenn ich gegängelt werde. Aber ich habe Breton bei allem, was er tat, immer akzeptiert. Ich habe ihm vertraut und hoffe, dass er auch mir vertraut hat. Mit André Derain war ich oft in der Bar von Coupol. Er hat mir tolle Geschichten erzählt. Er beeindruckte mich mehr als seine Bilder. Ich hatte das Gefühl, dass er wenig von der Malerei hielt. Da war Braque, Georges Braque. Er war sehr, sehr freundlich und von der Malerei besessen. Matisse hat auf mich immer wie ein Professor gewirkt. Manchmal aber auch wie ein Kaufmann. Pablo Picasso.
Pablo Picasso, einer der ersten, die ich 1922 fotografiert habe. Er besuchte mich häufig und ich habe ihn oft fotografiert. Ich glaube, ich war damals der einzige Fotograf, dem er das erlaubt hat. Heute kann ihn jeder fotografieren. Brancusi war sehr menschlich, aber schwierig. Er verlor oft die Beherrschung. Einmal wollte er mich mit einem Bierglas niederschlagen, weil er fand, dass meine Fotos ihn nicht richtig trafen. Er mochte keine Fotos, keine Fotografen. Seit ihm ein bekannter Fotograf Bilder seiner Skulpturen geschickt hatte, die ihm überhaupt nicht gefielen. Er bat mich, ihm dabei zu helfen, ein Labor einzurichten und ihm einen Apparat zu besorgen, damit er seine Fotos selbst machen könne. Dann hat er Fotos gemacht. Obwohl die Vergrößerungen ganz fleckig und unscharf waren, behauptete er, genau so sehen meine Skulpturen aus. Es gibt noch mehr Fotos und Porträts, viele Tausende, aber das ist zu viel für heute Abend. Es gibt auch Geschichten von Frauen, die kann ich hier aber nicht erzählen. Nicht? Hier öffentlich? Ja, warum nicht? Weil man mir alles Mögliche unterstellt hat. So munkelte man, alle Frauen, die mir Modell saßen, seien meine Geliebten gewesen. Oder ich hätte sie zur Geliebten gemacht. Bei den vielen Fotos. Ich war sehr geschmeichelt und habe es nie bestritten. Man Ray hätte sich dagegen verwahrt, ihn als Vertreter einer bestimmten Kunstrichtung zu bezeichnen. Und doch gehörte er zu den vielen Künstlern, deren Leidenschaft und Fantasie von Frauen, von weiblichen Formen beflügelt wurden. Das hat er einmal auch fast zugegeben. Ich weiß nicht, was Kunst ist. Ich glaube, die alten Meister waren keine Künstler, sondern gute Fotografen, vor der Erfindung der Kamera. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Zu später Stunde kommt noch die Nachteule Giacometti ins Atelier. Der Bildhauer verabscheut Scheinwerfer und Kameras. Schalten Sie doch Ihre Scheinwerfer aus. Ist es so besser? Ich glaube nicht, dass mich die Scheinwerfer gelähmt haben. Das habe ich nicht gesagt. Nicht die Scheinwerfer. Nein, mich haben die vielen Leute gestört. Dann müssen wir sie wegzaubern. Ohne die können sie aber nicht mehr arbeiten. On est paralysé par tout un nombre de choses. D'abord, les appareils. Wir werden gelähmt durch Apparate, Menschen. Außerdem bin ich verwirrt, weil wir heute nicht. Schau mich an, mal sehen, was passiert. Ich bin heute gar nicht da. Ich schwelge in Erinnerungen. Ich identifiziere mich mehr mit dem, der ich mal war.
Stimmt, wir sind uns fremd geworden, obwohl wir uns schon so lange kennen. Unsere Beziehungen verändern sich wie alles andere. Die Zeit, unser Handeln. Ich brauchte einen Beruf, aber die Vorstellung von Erfolg erfüllte mich. Ich wollte Maler werden, aber vor allem bewunderte Menschen kennenlernen. Ich bin überhaupt nie der junge Mann gewesen, der gearbeitet hat und eine Zukunft vor sich sah. Ich war immer schon ein müder alter Mann. Erschienen Ihnen Man Ray und die Surrealisten erfolgreich? Ich finde das heute noch. Ich war sprachlos angesichts ihrer Fähigkeiten zu schreiben und sich auszudrücken. Sie waren lebendig und frei. Es ging damals nicht um Erfolg. Aber nach außen? Wir haben gemacht, was wir wollten. Sie machten alle dasselbe. Wir hatten dabei Erfolg. Wir hatten so viel Selbstvertrauen, dass wir auch zufrieden waren, wenn etwas nicht gelang. Man Ray, es sieht so aus, als ob das Fernsehen Sie ermüdet hat. Ich weiß nicht, jetzt, wo ich mich ausruhe, fühle ich die Erschöpfung nicht mehr. Aber es ist sehr anstrengend. Vielleicht ermüdet das Sprechen in dieser Lage. Ich möchte jetzt lieber schlafen. Ihre Fotos und surrealistischen Dokumente vermitteln den Eindruck, die Surrealisten würden gerne schlafen. Sie sind immer mit geschlossenen Augen dargestellt. War das so? Das erinnert mich an Robert Desnos. Wenn Desnos in mein Atelier kam, schlief er immer im Sessel ein. Eines Tages brachte er mir ein Gedicht, das er gerade geschrieben hatte. Es hieß Seestern. Ein Gedicht, in dem anders als in surrealistischen Gedichten nichts passierte. Es war voller wunderbarer Bilder.
Robert, ich will faire un film avec cet poème. Ich sagte Robert, ich drehe einen Film nach deinem Gedicht. Il est parti en voyage. Er ist weggefahren und drei Monate später hatte ich den kleinen Film fertig. Un petit film qui s'appelait l'étoile de mer. C'était un film sans histoire. Es war ein Film ohne Geschichte. Es ging um einen Mann und eine Frau, eine Zeitungsverkäuferin und ihren Freund, der sie besucht. Man sieht immer ein Gefäß, in dem ein Seestern ist, der symbolischen Charakter hat. Ich weiß nicht, wofür er steht, aber seine Symbolik genügte mir. Ich habe Milchglas vor das Objektiv gehalten, um die Bilder so zu verändern, dass man glaubt, alles sei unscharf. À tel point que quand on voit le film, on croit qu'il n'est pas au point, qu'il y a quelque chose de réglé. Eine künstlerische Unschärfe. Es ist keine künstlerische Unschärfe. Es ist schlimmer als künstlerisch. Nein, es ist ein Nebel, der den Bildern die Qualität von Malerei gibt, die den Pinselstrichen eines Renoirs oder Monets gleichen. Tja, das wäre es also. Möchten Sie noch etwas sagen, eine Art Schlusswort? Wir haben die ganze Zeit Masken getragen. Jetzt zeigt man unser wahres Gesicht. Damit ist das Programm über Man Ray und seine Bande zu Ende. La bande à Man Ray. Alors, au revoir, Man Ray. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine.